Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar ist es diesmal das Let's Play Datura. Ein Spiel von Santa Monica Studios, beziehungsweise Plastic. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben. Und man bekommt es momentan zumindest noch nur auf dem PlayStation Network. Also man bekommt keine richtige CD, sondern bekommt es momentan nur als Download. Das Spiel erschien im Jahr 2012, am 9. Mai, um ganz genau zu sein. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann direkt mal. Das Besondere an diesem Spiel ist, dass man es nur per Move steuern kann. Und das ist auch nur darauf ausgelegt. Ihr werdet gleich sehen, warum. Wenn wir ein neues Spiel starten, ja, wir sind sicher. Und zwar genau deshalb. Wir können jetzt den Stoff runterdrücken. Wir müssen natürlich die ganzen Bewegungen mit dem Move-Controller genauso machen. Manche Bewegungen sind aber auch vorgescriptet. Das ist das, was ich jetzt gerade mache. Also ich drehe gerade die Hand. Bewege die so ein bisschen. Man kann auch die Kamera ein bisschen verstellen. Aus welchen Gründen auch immer ziehen wir jetzt diese kleinen Klebedinger da ab. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Und das verstehe ich auch nicht ganz, warum die so ausflippt. Weil sie hat ja, müsst ihr eigentlich sehen, dass wir nur diese Dinger da abgezogen haben. Ich hätte jetzt gerne diesen Satz vorgelesen, aber ich denke mal, jeder von euch kann lesen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet gehabt, dass da dieser Satz kommt. Ja. Und das sieht so ein bisschen nach gestorben aus. Wir sind hier irgendwie in einem Wald. Halten Sie zum Gehen die Move-Taste gedrückt. Auf diese Weise bewegen wir uns vorwärts. Natürlich kenne ich die ganze Steuerung schon, aber ich mache trotzdem mal das Tutorial mit. Also, wir gehen vorwärts. Ich fange direkt mal an zu sprinten. Halte jetzt Kreuz gedrückt, um dich zu drehen. Machen wir einmal. Wenn man nämlich Kreuz nicht drückt, dann haben wir nur diesen Aktionsradius hier. Und wenn wir diese Taste gedrückt halten, dann dreht er sich quasi mit. So. Mit der Kreistaste können wir dann rückwärts gehen. Aber das wollen wir hier natürlich an der Stelle nicht. Da hinten sehen wir schon so einen einen komischen Baum, der so seltsam leuchtet. Und das ist übrigens die Pflanze, nach der das Spiel benannt ist. Diese Pflanze heißt Datura. Ich weiß über diese Pflanze aber eigentlich nichts. Auf jeden Fall findet man sie hier überall im Wald. So, geht das auch jetzt irgendwann mal weg. Dankeschön. Halte Dreieck gedrückt, um dich auf die Birke zu konzentrieren. So, damit konzentrieren wir uns also auf die Birke. Ja, nähern wir uns einfach mal. So, jetzt müssen wir wieder Dreieck drücken, um uns direkt daneben zu stellen. Und jetzt können wir auch erst eine Aktion ausführen. Jetzt muss ich mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Nimm mit der Hand den Stift, bla bla bla. So, jetzt müssen wir das natürlich abreißen. Sie etwas stärker machen wir direkt. So, und jetzt haben wir so einen komischen Notizblock und einen Stift. Durch Berühren von Birken erlangst du spirituelles Wissen über den Wald und deine Umgebung wird auf einer Karte verzeichnet. Probieren wir das mal aus. Das spürt ihr jetzt natürlich nicht, aber wenn wir so eine Birke berühren, kommen wir ein leichtes Vibrieren in den Controller. So, jetzt wollen wir natürlich
wissen, was der sich jetzt aufgemalt hat. Also drücken wir mal Dreieck. So, natürlich können wir die Karte auch so bewegen, wie wir lustig sind. Ich kann auch mal Hi machen oder ist mir heiß. Ja. Und wir können uns das mal ganz genau angucken. Da sind wir gerade. So. Können wir die Karte wieder wegpacken. Da vorne sitzt ein komischer Typ mit der Pfeife. Was auch immer der da gerade macht. So, wir drücken Dreieck, damit wir uns das Schloss mal näher angucken können. Die Steuerung gestaltet sich teilweise ein wenig hakelig. Zack, ist das Tor offen. Das müssen wir natürlich auch wieder aufrufen. Ich muss das Spiel mal eben mal kurz leiser stellen. So. Jetzt stand da unten das, was wir vorhin schon gemacht haben. Auf diese Weise können wir rennen, indem wir diese diese Move-Taste drücken und die Z-Taste nicht gedrückt halten, sondern mehrfach hintereinander drücken. Natürlich kann man das nicht unbegrenzt lange machen. So, hier haben wir direkt etwas entdeckt. Sieht nach einem Brunnen aus oder sowas. Oder ein Wasserspeier. So. Was haben wir denn hier? So, jetzt kommt da auf einmal Wasser raus, warum auch immer. Wasser, na gut, das Wasser sieht jetzt nicht unbedingt realistisch aus, sieht eher aus wie Glibber oder so. Soll aber Wasser sein. Das ist halt die Technik von heute. Wahrscheinlich lacht man sich darüber in 10 Jahren schlapp. Aber so ist das halt. Das soll Wasser darstellen hier. Gut, das bringt uns aber auch zurzeit nichts. Übrigens bekommt man dafür eine Trophäe, wenn man das macht. Die heißt, glaube ich, saubere Hände. So, ansonsten, also um mal von Trophäen zu sprechen, es ist in diesem Spiel kein Problem, 100% zu erreichen, wenn man Trophäenliebhaber ist. Aha, da oben haben wir auch so einen komischen Baumstumpf, wo so Motten drumherum fliegen. Das ist wohl unser nächstes Ziel, aber ich will jetzt erstmal zur Birke, damit wir die Karte mal ein bisschen erweitern. Streichen wir die mal ein bisschen. Jawohl, jetzt streibt er sich das auch auf. Ich glaube, dafür gibt es auch eine Trophäe, wenn man alle Birken gefunden hat. Gut, jetzt gehen wir dahin zurück, wo wir gerade sind. Oder wo wir gerade waren. Und was haben wir denn hier? Das sieht ja irgendwie nach einem Gesicht aus. Stellen wir uns mal direkt dahin. So ein bisschen gruselig aus. Ich würde da ja nicht reinfassen, aber gut. Der Typ ist sehr mutig. Gut, ich soll das wieder abrupfen. Ab ist es. So, und was haben wir da drin? Eine Spitzhacke. Mal schauen, was wir damit anfangen können. Ich muss ein bisschen vorgehen. Ja. Sind wir schon wieder zu weit vorne. Also wie gesagt, das ist ein bisschen hakelig manchmal. Das Spiel hat übrigens auch einen 3D-Modus, also für die Glücklichen, die einen 3D-Fernseher besitzen, kann man das Ganze dann auch in 3D spielen. Ausprobiert habe ich es noch nicht, obwohl ich einen habe. Da haben wir einen Pokal. Warum wir auch immer in dieser winterlichen Landschaft jetzt auf einmal sind. Okay, er dreht sich nochmal. Und jetzt schauen wir hier mal drunter. Da ist ein Mensch drunter. So, und jetzt werden wir quasi vor die Entscheidung gestellt. Was ist wichtiger? Ich nehme natürlich das Menschenleben.
So, und das ist jetzt wieder ein bisschen verzwickt. Na komm. Ich fürchte fast, dass ich das nochmal konfigurieren muss. Weil es echt gerade nicht so berauschend hinhaut. Ja, immer so halbwegs. Langsam fängt es an zu brechen. Und zack, landen wir selber im Wasser. Ja. Und wir wachen wieder im Wald auf. Das war schon mal sehr merkwürdig und da kommen jetzt Schmetterlinge raus. Und jetzt erkläre ich euch mal das grundsätzliche Spielprinzip. Wir haben hier mehrere Episoden sozusagen, die untereinander eigentlich nichts zu tun haben. Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass es darin eine Moralentscheidung gibt. Man kann sich also entscheiden, ob man etwas Richtiges tun will, also das, was man so als richtig empfinden würde, oder ob man das Falsche tun will. So, die Figur interessiert uns momentan noch nicht. Und ganz zum Schluss wird dann zusammengefasst. Und dementsprechend sind wir dann entweder ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch oder irgendwas dazwischen. Das nur so als grobe Erklärung. Ich finde, das Spiel ist ganz gut gelungen. Und auf jeden Fall sein Geld wert. So, hier haben wir so eine komische Jahrmarktbude. So, das kann ja heiter werden jetzt. Werfen kann ich nämlich nicht so genial. So, wir müssen T natürlich gedrückt halten. So, jetzt muss ich mich ein bisschen positionieren. Ja, das war natürlich wieder nichts. Das war auch nichts. Ich muss höher werfen. Das war was. Fast alle abgeräumt. Gut. Anscheinend haben wir genug abgeräumt, um hierher zu kommen. Das ist natürlich die absolute Lieblingsabteilung vieler Herren. Auf total tolle Enten und so schießen. So, so zielen ist natürlich blöd. Wir halten die Move-Taste gedrückt, damit er durch Kimme und Korn guckt. Und da treffen wir dann auch. Wenn ich gerade extrem schlecht bin. So, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. So, hier unten gibt es noch so drei Mexikaner, die wir umschießen können. Und jetzt kommt hier so eine komische Puppe nach unten geflogen, der wir scheinbar in die Augen schießen müssen. Zumindest sieht das so ein bisschen nach Zielscheiben aus. Jetzt hängt sie auf 8:30. Schießen wir mal das andere Bändchen noch ab. Wenn uns das denn gelingt. Ja, es gelingt uns. Und schwupps geht die Tür von dem Ding auf. Die meisten werden an dieser Stelle erst bemerkt haben, dass die Tür überhaupt geschlossen war. Gut, gehen wir da mal rein. Wir sind natürlich sehr, sehr neugierig. So, und hier kommt wieder das Übliche. Wir können den Move-Controller wie eine Türklinke bewegen und dann bewegt er sie halt auch in dem Spiel. So. Jetzt macht er natürlich direkt weiter. Kann ich auf Start drücken? Kann ich. Gut, an dieser Stelle machen wir dann im nächsten Part weiter. Bis gleich.